Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash, Herrscher der Mutanten. Und ja, hier hinten wäre noch was, aber wir wollen, glaube ich, erst einmal da hinten unseren Kombo-König jetzt holen. Da habe ich jetzt nämlich Bock drauf. Ja, versuchen wir es einfach mal. Wir versuchen es. Und... genau, und weiterkloppen, weiterkloppen. Reicht das schon, ne? Ah, jetzt habe ich noch 29. Das reicht nicht, ne? Reicht nicht. Ne, es gab nichts. Also ich vermute mal, es gibt hier bestimmt einen Kombo-König. Ah, verdammt. Das ist jetzt ärgerlich. Ich will da hin. Was ist das? Ach, das ist wie ein Schuh. Schubidu, okay. Hat nicht geklappt. Ich könnte das natürlich nochmal neu laden jetzt hier, ne? Weil hier ist ja ein Speicherpunkt gewesen. Und ich habe eben gespeichert, während ihr... während ich praktisch den Part eben abmoderiert habe. Okay, da oben ist nichts. Schade eigentlich. Ich dachte, hier wäre noch was gewesen. Ja, ich könnte neu laden. Nee, das mache ich jetzt nicht. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Was ist das jetzt hier? Da komme ich so nicht rein. Ist das ein Hebel? Nein. Was bringen denn diese blauen Blöcke? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Kann ich die kaputt machen? Nee. Die müssen ja eine Bedeutung haben, diese blauen Blöcke, oder? Wurde mir aber, glaube ich, auch noch nicht erklärt. Also, wüsste ich jetzt nicht, oder? Ich habe was verpasst. So. Da hinten auch wieder diese blauen Blöcke. Vielleicht kann ich das mit dem bestimmten Mutanten oder so, den ich später noch kriege oder so, da irgendwie was machen. Hier ist es ein bisschen windig, Crash. Ich merke das. Um auf die andere Seite zu gelangen, musst du den richtigen Zeitpunkt für deinen Sprung wählen. Ach so. Nämlich, wenn der Wind nachlässt. Ja, ist klar. Jetzt zum Beispiel. Bleib hier einfach hängen. Kann ich mit leben. So. Okay. Mojo. Yay. Haben wir hier unten was? Immer schön gucken, gucken, gucken. Ich kann hier nach vorne gehen. Ja. Immer aufpassen. Ja, da könnte ich hoch. Ist hier noch was? Was ist das denn? Kann ich mich da reindrehen? Nee, da kann ich mich nicht reindrehen. Das hat doch irgendwas zu sagen, diese ganzen Dinger hier. Oder kann ich da reinspringen vielleicht? Warte mal. Ah, warte mal. Ich will mal was probieren. Darauf, darauf. Ah, da oben geht's weiter, ne? Kann ich aber auch nicht so drauf. Hier, wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter. Wir werden da schon alles in Erfahrung bringen können, denke ich. So. Da wäre ich gern drauf. Und dann würde ich gern da hinfahren. Levelaufstieg. Und der dritte. Schon geil. Das dritte Upgrade schon. So. Kann ich denn hier drauf gehen? Nein, kann ich nicht. Das ist anscheinend nur irgendwie eine Art Dekoration. Also, wollen wir mal weiter gucken hier. Da ist noch wieder ein Typi. Oh, mehrere Typis. Ich würde euch ja gerne alle grillen. Grillen. Oh, der sieht lecker. Hey, das habe ich gemacht. Ach, das wird doch dazu gezählt. Ich bin getroffen. Das zählt immer noch dazu, bis ich getroffen werde. Ah, das ist ja mal geil. Das ist eine schöne Neuerung. Das gefällt mir. Wie war das jetzt? Drehen und dann springen. So. Ah, siehst du mal, da ist noch eine Voodoo-Puppe. Um das zu benutzen, brauchst du ein bisschen Hilfe. Wenn eine andere Person sich auf die andere Seite stellen würde, wäre es einfacher. Richtig. Und so bin ich runtergefallen. Okay, da wollen wir nochmal hoch. Dum, 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 dum. So, pass mal auf. Dann machen wir das so. Na, geh da hoch. So, wir wollen mal hier hin. Mojo-Kram hier einsammeln. Alles reicht. Okay, und runter. Tschüss. So, haben wir das auch. Und hier ist noch was. Genau. Ah, die haben wir alle. Aber es fehlt auch so eine Puppe, ne? Ich glaub, wir haben alle Teile. Ja, gut. Mir fehlt leider eine Puppe. Die macht Höhle aber ist nichts. Eine
Abkürzung nach Hause. Auf geht's. Sehr schön. Und Level geschafft. Oder was? Da lang? Yeah. Okay, ist hier oben noch was versteckt? Muss ich mich jetzt echt runterschmeißen hier? Okay. Ah! Geil. So, da ist Coco. Ja, ja, ich bring das jetzt zu Coco. Gibt's denn gar keine Level... Also wahrscheinlich gehört das noch dazu. So eine Level-Auswertung muss es doch eigentlich noch geben. Ah, jetzt wo ich weiß, dass wir weiter graben können. Moment, jetzt muss ich mal irgendwas ausprobieren hier. Vielleicht gehört das ja auch zur Mission dazu. Moment. Ah, guck mal. Na? Das ist natürlich noch ein ganz anderer Schnack jetzt hier. Jetzt wo ich weiß, wie das funktioniert. Ordentlich Mojo. Und die verschiedenfarbigen Kugeln finde ich auch eine coole Idee. So, haben wir jetzt hier noch mehr? Die Musik hat ein ganz bisschen was von Apes Odyssey. Ich glaube bei Apes Exodus gab es eine ähnliche Musik. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Ach, da hinten ist auch was zum Buddeln, das sehe ich jetzt erst. Ah! Da wollen wir auch nochmal eben nachgucken. Oh, ein Zweifach, geil. So, weiter, weiter, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Ja, auch schön. Oh, da war ein gelber. Und wieder ein Levelaufstieg. Geil. Sehr schön. Ist da hinten noch was gewesen oder war das alles hier? War hier eine Wand. Ah, ist eine, okay, ist eine Wand. Ja, gut. Sehr schön. Das ist doch klasse. Und da kommen wir wieder raus. Wunderbest, wunderbest. So, dann gehen wir jetzt zu Coco. So. Du gehst. Ach du, das geht nochmal. Das ist ja auch schön. Ich sehe gerade, mein Handy verabschiedet sich gerade. Wieso fährt sich mein Handy gerade runter? Nee. Mein Handy ist hochgefahren. Warum das denn? Hä? Das war doch gar nicht aus. Ich bin verwirrt. Egal. Kümmern wir uns um Crash. Endlich Crash. Gib mir das Zeug, dann werf mir das Ding an und gucken ein Rennen. Yeah, nach links. Okay. Sind Sie es leid, mit viel zu vielen Gerätschaften zu hantieren? Gibt es keine einfachere Lösung? Doch, hier ist sie, Ladies und Gentlemutanten. Ich präsentiere den Envy. Nutzen Sie alle Dateien, sprechen Sie mit Ihren blöden Freunden und frittieren Sie Pommes! Geht matschig! Und das ist absolut kein böser Plan. Na, wie klingt das? Hm? Wenig gespart, gar nichts gespart, abstoßende Angewohnheiten, rauch mit dem Helm! Ja, jetzt habe ich mehr Zeit für meine Hobbys wie Falknerei und guten alten Käse. Vielen Dank, Envy, für solch technisches Wunderwerk. Aber warte, widerliches Fußvolk, es gibt noch mehr. Mir fällt's nur gerade nicht ein. Aber wie viel wird ein solches Wunder an überlegener Technik wohl kosten? Lasst mal hören, ihr Schafe. 12.000 Dinaros. Die Quadratwurzel aus 20 mal 3 oder mehr. Also ich glaube, meine Karte ist kaputt, weil die nämlich gar nichts anzeigt. Es ist mir ein großes Vergnügen, ankündigen zu dürfen, dass dieses wunderbare Produkt für alle Bewohner der Wumperinsel kostenfrei ist. Von den Leuten, die Ihnen auch den Elektrolöffel und Kochen ohne Verstand beschert haben. Jetzt anrufen und es gibt Bart aus der Dose kostenlos dazu. Probleme? Sprüht Haare drauf. Start in die tanzenden Lichter. Start und träumt. Start und träumt. Holt euren Envy noch heute. In Kürze überall, außer in Ostfriesland, erhältlich. Außer in Ostfriesland. Wow, das war der Renner. Wir sollten uns auch sowas holen. Yeah, Spiele, Nachrichten, tanzende Lichter. Uga Buga. Post holen. Ja. Zweite Mission. Oder was? Wie gefällt mir das Spiel? Aber
die Videosequenzen sind ein bisschen durchgeknallt, oder? Also weiß ich nicht. Das im Hintergrund, das war doch das eine Huhn, ne? Das Huhn aus Crash Tag Team Racing mit der Laserkanone. Hätte ich jetzt vermutet. Und, es ist doch Nitrous Brio, oder? Also er sieht jetzt wirklich sehr, sehr nach Nitrous Brio aus. Muss ich ja mal sagen. So. Wir können jetzt... Ne, können wir nicht. Passt, toll. Wird geladen. Post ist da. Haben wollen. Genial, jemand hat uns ein Mies geschickt. Oh. Oh, keine gute Idee. Matrix, geil. Das ist voll cool. Ich schicke Crunch eine SMS. Ich habe eine SMS gekriegt von Coco. Ich antworte. Ich glaube, der mag dich nicht, Crash. Ehrlich, Leute. Ich weiß nicht, was daran so toll ist. Oh, oh, jetzt kriege ich 400 SMS pro Minute mit Klingeltonwerbung. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja. Beseitigt die Bandicoots mit Gewalt und neuen Löchern. Achtung, Leute. Wir haben Gesellschaft. Kann nicht. Beobachte Affen. Guck mal, Affe. Oh, genau in die eigene Klappe. Dann sind wir zwei wohl auf uns allein gestellt, Crash. Das sollte Engine gewesen sein, ne? Verdammt, oh, sehr gut. Das fand ich jetzt nicht so schön. Engine ist entkommen. Wir müssen ihn finden. Ja. Ein bisschen, die Story ist momentan so ein bisschen das Abgedrehteste, finde ich. Finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ja, da hätte man ein bisschen anders alles darstellen können. Ich finde, die Animationen und so sehen ein bisschen merkwürdig aus. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu alt dafür. Ja, jedenfalls so, die spielerische Grafik und so, das gefällt mir alles sehr gut. Ne, da kann man echt nicht meckern. So, okay. Weiter geht's. Gespeichert haben wir. Ich guck nochmal mich eben hier um. Da ist noch ein Gedöns. Das nehmen wir mit. Und ansonsten würden wir jetzt gleich versuchen, Engine zu folgen. Ah, hier ist noch Gestrüpp. Das nehmen wir alles mit. Ja, jetzt ist meine schöne Kombo natürlich im Arsch. Die Kombo hätte sich jetzt das ganze Spiel über aufbauen können, ne? Oder vielleicht ist die Kombo gar nicht mehr so notwendig. Also, vielleicht kriegt man einfach nur bei 100 oder so ein Leben. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das sowas in der Richtung ist, aber... Weil das sieht nicht so aus, als wäre das eine Kombo pro Level. Weil wir hatten ja immer noch die gleiche Kombo wie in Mission 1. Ne? Das heißt, es hätte sich weiter aufgebaut. Wahrscheinlich ist das nur noch so eine Art Lebenfarm. Also vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß es natürlich nicht. Können wir hier noch weiter hochgehen? Nee. Da wollte ich gar nicht hin. So. Ja, also dann Engine hinterher. Das ist dann die zweite Mission. Ob es hier auch wieder 15 Missionen gibt? War das? Ne, 20 waren das im ersten Teil, ne? Jetzt bin ich wieder überfordert. Ich glaube, das waren 20. Oh, da hinten kann ich lang. Da muss ich, glaube ich, auch lang, wenn hier nichts ist. Ah, hier ist jetzt grün. Guck mal. Da war doch sonst... Darf ich nochmal eben zurück? Hier war doch vorhin noch eine Wand. Sorry, ich will da hinten mal eben hin. Ich sehe da was. Lass mich doch ins Wasser! Ich sehe da was. Da ist doch bestimmt was Tolles. Ach, da kann ich klettern, ja? Sehr schön. Ach, was ist das, ein Leben? Crash Grabscher. Optionale Mission teilweise abgeschlossen. 1 von 13. Ach du meine Güte. Boah, was gibt's denn da alles für optionale Dinger? Die kann ich ja gar nicht alle finden, oder? Scheiße, wie mache ich das denn? Ich guck doch mal eben kurz da hinten hin. Nicht, dass es hier auch noch was gibt, was wir jetzt übersehen haben. Den können wir noch mal eben mitnehmen hier. Ich weiß nicht, ob sich hier 100% dann jetzt wirklich lohnt, wenn es so viele Nebenquests gibt.
Ah, guck mal, jetzt ist hier dicht wahrscheinlich. Oder kann ich hier auch nochmal wieder rein? Ich kann überall wieder hin. Aha. Ist irgendwie interessant, ja doch. Aber ich darf zum Beispiel nicht in dieses Haus rein, ne?